Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen bei den Auto News. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Der Audi A6 Erfolgstyp mit neuen Stärken. Das Ingolstädter Unternehmen wertet die Oberklasse-Baureihe A6 weiter auf. Effiziente Motoren, innovative Technologien, ein verfeinertes Fahrwerk und neue Hightech-Assistenzsysteme vermitteln laut Audi noch mehr Souveränität. Zu den Stärken der Baureihe zählt das breite Aggregate-Programm. 6 Benziner und 4 Diesel mit 4, 6 und 8 Zylindern stehen zur Wahl. Als Direkteinspritzer nutzen sie die hochmodernen Technologien FSI, TFSI und TDI. Ein Maßnahmenpaket zur Optimierung der Aggregate sorgt laut Audi sowohl für mehr Kraft und Effizienz als auch für gute Verbrauchswerte, die über die ganze Modellpalette hinweg um rund 15% gesunken sind. Durch die Neuzeichnung des Single-Frame-Grills, der Stoßfänger, der Lufteinlässe und der Nebelscheinwerfer bekommt das Design markante Akzente hinzu. Zum gelassenen Fahren tragen eine Reihe neuer Assistenzsysteme bei, wie beispielsweise der Audi Side Assist, der Audi Lane Assist oder das Audi Parking System Advanced. Der aufgewertete Audi A6 steht ab Mitte Oktober bei den deutschen Händlern. Trotz mehreren Innovationen startet Audi mit annähernd gleichbleibenden Einstiegspreisen, die bei 34.200 Euro beginnen. Stephen Odell, neuer Präsident und CEO bei Volvo. Die Ford Motor Company gab bekannt, dass Stephen Odell zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer der Volvo Car Corporation ernannt wurde und damit Frederick Arp ablöst, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Mit Wirkung zum 1. Oktober wird Odell am Volvo-Hauptsitz im schwedischen Göteborg die globalen Operationen von Volvo verantworten und die Anstrengungen des Unternehmens in Richtung nachhaltiger Profitabilität durch weitere Umstrukturierungen und die beschleunigte Entwicklung qualitativ hochwertiger, treibstoffsparender und sicherer Premiumfahrzeuge fortführen. Der neue Honda Jazz. Mehr Platz, eine gesteigerte Funktionalität, leistungsfähigere und dennoch sparsame Motoren, kombiniert mit einem modernen Design und der Honda-typischen Qualität, zeichnen den neuen Jazz aus. Mit weiterhin unter 4 Metern Gesamtlänge bietet er eine gegenüber vielen Klein- und Kompaktmodellen etwas erhöhte Sitzposition, jedoch kein Hochsitzkonzept. Sowohl der 1,2-Liter-Motor mit 90 PS als auch der 1,4-Liter-Motor mit 100 PS überzeugen mit der variablen Ventilsteuerung EVTEC durch gute Wirtschaftlichkeit und niedrige Emissionen. Der neue Honda Jazz wird auf der Mondial in Paris im Oktober erstmals in Europa vorgestellt. Der Verkauf des Jazz in Deutschland beginnt Anfang November zu Preisen ab 12.550 Euro. Thomas Bade, neuer Geschäftsführer von Kia Deutschland. Thomas Bade wird neuer Geschäftsführer bei Kia Motors Deutschland und übernimmt diesen Posten Mitte September. Der 49-jährige Automobilmanager, der zuvor bei Volkswagen, der Deutschen Bank und Opel Führungspositionen bekleidete, tritt die Nachfolge von Haydan Leschel an, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen hat. Zusammen mit Yang Wong-Sohn, Präsident und CEO von Kia Motors Deutschland, bildet Bade künftig die Führungsspitze des deutschen Tochterunternehmens der Kia Motors Corporation. 10 Jahre Smart 42. Smart hat sich seit 1998 zur automobilen Stilikone entwickelt. Seit Einführung des ersten Modells wurden mehr als 1 Million Exemplare des Zweisitzers produziert. Am beliebtesten ist der Smart 42 bei Kunden in Italien und Deutschland. Rund 2/3 der Fahrer des neuen 42 stammen aus diesen beiden Ländern. Der Smart 42 wird insgesamt in 37 Märkten rund um die Welt verkauft. In China wird er ab Mitte 2009 das Straßenbild prägen, während in den USA 2008 bereits 16.000 Einheiten verkauft wurden.
Zum 10-jährigen Jubiläum des 4-2 stellt Smart ein Sondermodell für die deutschen Kunden auf die Räder. Die Edition 10 wird in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren gefertigt. Im Handel erhältlich ist das Sondermodell als Cabrio oder Coupé ab Oktober zu einem Einstiegspreis von 16.850 Euro. Soweit die Auto-News für dieses Mal, liebe Zuschauer. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.